Und der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich.
zum Teufel? Die hat er nicht verloren. Nein. Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Miss, ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Gehörst du Claras Kindern? Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sah ja ganz schön rum. Der Wagen wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. Ja.
Menschen überfahren sie auch. Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Das muss die Kutsche sein. Da ist sie. Jetzt nur noch Henry finden. Ich komm rüber! Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Wir haben ein Problem. Haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht, weil er da in Ruhe seinen Rausch abschlagen. Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Einen Moment. Aha. Sie entkommt nicht. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche... Come quick! Someone's been killed!
weiß nicht. Wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Der wacht so schnell nicht wieder auf. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Danke. Wir schießen auf rein. Mir entkommst du nicht, Vögelchen. Als Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Huh? Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe ihres Darek sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green.
Lange genug! Zurücktreten, bitte! Was hat sie vor? Das ist doch Wucher, nichts anderes. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung. Und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann. Mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberlein. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen... Es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberlein. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Wohin jetzt? Nach Hause, wenn ich bitten darf. Haben Sie die Zeitung gelesen? Nach Hause, wenn ich bitten darf. Haben Sie die Zeitung gelesen? Sie meinen wegen Tupi. Ich gehe nicht ohne meine Schund, meine Chili und jeden meiner Pens, Sir. Ruhig, verrückter Gaul, ruhig! Sie meinen wegen Twopennys Ermordung? Ja, schreckliche Sache. Aber für uns lief es gut, finden Sie nicht? Haben Sie keine Angst, dass die Polizei nach Ihnen fragt? Vielleicht hat jemand gesehen, wie Sie in die Bank gingen. Mein guter Mann, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können ganz beruhigt sein. Ich bin nicht für Twopennys Tod verantwortlich. Ich habe nur die Gunst der Stunde zu meinem Vorteil genutzt. Wenn Scotland Yard kommt und Fragen stellt, dann war ich geschäftlich in der Bank und mehr wissen Sie darüber nicht. Für Ihre Mühe werde ich Ihren Lohn verdoppeln lassen. Und zahlen mit Ihrem Falschgeld, wette ich. Was haben Sie bitte gesagt? Rein gar nichts, Sir. Bleibt wachsam. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Ja, Sir. Riegelt hier alles gut ab. Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die... Oh.
schneide ich die Zunge raus! Ich breche dir zwei Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Was will die denn hier? Dafür wirst du bezahlt! Ich gehe nicht ohne meine Pfund, meine Schilling und...